Einen wunderschönen Tag, herzlich willkommen bei Hanne TV. Heute ein kleiner Praxistipp aus dem Alltag, nämlich wie integriere ich meine Kickdrum in das Arrangement, weil es immer wieder dazu kommt, dass man Bassline und Kickdrum nicht harmonisch zueinander bekommt, beziehungsweise da was rumbollert, da irgendwie danach beim Mastering Scheiße passiert, auf gut Deutsch, weil das Ganze alles zu wuchtig ist. Und ich habe da einen schönen Trick parat für die Leute, die es noch nicht kennen, vielleicht hilfreich. Schaut es euch an, wir gehen an den Rechner und das Ganze wird sich jetzt angesehen. So, hier dann mal die Art und Weise, wie ich meine Kicks und meine Basslines zusammen unter einen Hut bringe. Als allererstes möchte ich mal den Tipp geben, ich kenne viele Kollegen, die arbeiten wirklich mit den Samples in einer Audiospur. Das bedeutet, dass sie jetzt eine Kickdrum nehmen, schmeißen sich die in eine Audiospur und arrangieren diese Audiospur hier durch. Finde ich super umständlich und auch nicht so flexibel. Ich mache das immer so, dass ich mir ein Drumrack nehme und schmeiße mir das hier jetzt das Kickdrum-Sample hier auf ein Pad und dann spiele ich es mir als MIDI ein. Das ist hier die Kick. Ich habe nämlich dann die Möglichkeit, wenn mich diese Kick irgendwann doch nochmal wieder nerven sollte, dass ich die hier mit dem Hot-Swap-Button einfach gegen irgendeine andere Kick aus meinen Libraries eintauschen kann. Und das ist schon mal von der Flexibilität her auf jeden Fall um Ecken einfacher, als das in der Audiospur zu machen, was übrigens auch geht, aber leider nicht besonders easy ist, beziehungsweise nicht so locker von der Hand geht, wie hier eine Kick zu tauschen. Ja, das erstmal dazu. Das bedeutet, ich habe jetzt hier diese Kickdrum. Die hört sich so an im Originalen. Ich habe die wegen dem Gesamtsound dieses Tracks, den ihr auch gleich dann mal komplett hört, erstmal ein bisschen bearbeitet. Ich habe die ein bisschen durch den Overdrive gejagt, also ein bisschen angezerrt. Ich habe die vom Frequenzverlauf, also mit Equalizer, verändert. Und gleich kommt das Tool meiner Wahl, was es angeht, Kickdrum und Bassline zusammenzuführen, dass die sich nicht mehr so hart beißen, nämlich der Volume Shaper. Den habe ich euch schon mal in einem Video vorgestellt. Das werde ich mal gleich probieren zu verlinken. Ich habe noch nie ein Video anders verlinkt, da bin ich wahrscheinlich zu doof zu, aber das werden wir gleich mal versuchen. Yo, also, die Kick hört sich solo auf jeden Fall im Original so an und mit meiner Effektkette ohne Volume Shaper so. So, dann habe ich eine Bassline. Das ist hier dieser Sub-Bass. Der hört sich solo folgendermaßen an. Habe ich hier auch so ein bisschen EQ'd, ein bisschen ist gut, also komplett alles abgeschnitten oben. Das Stereo-Tool lassen wir mal außer Acht, das habe ich nur in gewissen Phasen mal eingebaut als kleine Effektangelegenheit. Und hier haben wir ebenfalls wieder den Volume Shaper. So, wenn ich diese beiden jetzt mal zusammen abspiele, dann merkt ihr schon, was passiert. Das bollert wild um die Wette. Ich habe Noten, die direkt mit der Kickdrum zusammenspielen, wo es dann sowieso am schlimmsten ist. Naja, und generell kann man hier super geil aufräumen, wenn man dieses Volume Shaper Tool benutzt. Ihr müsst euch vorstellen, dass gerade jetzt bei so einem Offbeat, also wenn ich einen Viervierteltakt habe und die Bassline kommt quasi immer auf der 2, beziehungsweise auf der 1 und 2 und 3 und 4 und, ist ja jetzt auch egal, das ist der theoretische Blödsinn, den brauchen wir jetzt nicht weiter besprechen, aber ihr hört alleine schon, beziehungsweise wenn ich diese Darstellung hier mal aufmache, wie die Kickdrum spielt. Ich mache den jetzt mal an und ziehe erstmal den Mix raus. So ist unser Originalsignal und ihr seht, dass diese Kick im Grunde schon mit über den Bereich schwingt, wo die Bassline, wenn es jetzt eine normale Offbeat-Bassline wäre, anfangen würde zu spielen. Sprich, sie würden sich hier sowieso beißen. Ich habe hier auch vereinzelte Noten, die in diesen Bereich reintreten. Wie auch immer, selbst wenn ich keine Bassline habe, die genau immer im Offbeat liegt, also im 1 und 2 und 3 und, dann mache ich es trotzdem so, dass ich sehe, dass die Bassdrum, also die Kick in diesem Sinne, schneller ausschwingt. Die Originalkick schwingt ja bis hier hinten durch. Ich regel jetzt mal den Volume Shaper rein, also das, was ihr hier grafisch seht, das fadet hier runter. Ich habe also im Grunde auf der Kickdrum jetzt eine Hüllkurve erzeugt, die die Volume Kurve der Kickdrum beeinflusst. Mein Gott, das wäre kompliziert. Ich hoffe, es ist verständlich. Bedeutet, das, was ihr hier noch seht, wird hier schon runtergefadet. Allerdings erst, wenn ich den jetzt gleich hier reinmixe. Ich mache ihn jetzt mal zu 100% und dann hört ihr das mal. Wir machen die Spur dafür mal solo, dann ist das wahrscheinlich noch besser. Ihr merkt das hinten. Das lange Ende verschwindet bzw. eher wegfadet. Ich habe es ja nicht ganz weggeschnitten, es ist nur schneller weg. Das
Bedeutet, ich habe auf der 1 und 2 und 3 und immer schon wieder Platz für ein neues tieffrequentes Signal, beziehungsweise mehr Platz dafür, weil der Kollege hier nicht noch irgendwie kompletter durchschwingt. Und es gibt Kicks, die sind noch viel länger. Die haben, also gerade wenn man so 808 Kicks oder so hast, teilweise so lange Schwänze dahinter. Und das ist auf jeden Fall schon mal so eine Sache. Ihr könnt die auch noch viel kürzer machen. So ist also dann wirklich auf der 1 und 2 und jeweils wirklich dann komplett Totenstille. Fast. Das kann man sich hier so frei editieren und kann die ganze Kick dann verkürzen. So, was hier auch noch interessant ist, mache ich oft, dass ich den ersten Anschlagsknack, den Transienten, am Anfang einer Kick, hier ist er relativ easy, aber es gibt Kicks, die haben wirklich ein richtig hohes Knacksen auf der 1, also, auf dem Anschlag, einen ziemlich starken Transienten. Den kann ich hier im Grunde auch wegnehmen, indem ich die Kick beziehungsweise leicht einfaden lassen würde, so muss man sich das vorstellen. Letztendlich ist dieses Teil kein Teufelswerk, weil ihr habt im Grunde hier in eurem Drum Rack auch die Möglichkeit, hier mit Hüllkurven zu arbeiten auf dem Sample. Das ist allerdings ein bisschen mehr nach Gehör. Hier sind zwar auch Millisekundenangaben, das kann man mit Sicherheit auch alles irgendwie errechnen. Ihr habt hier auf jeden Fall die optische Kontrolle und die Geschichte, die hier unten in dem Fenster von dem Drum Rack passiert, ist natürlich nicht wie hier taktorientiert. Also hier oben sieht man es wirklich in dem Raster, des Projekttempos und Taktes halt. Und ich kann das hier dann entsprechend alles so anpassen, dass ich nicht nur höre, was passiert, sondern auch die optische Kontrolle habe. Und ich würde jetzt diese Kick hier zum Beispiel so ungefähr mit der Hüllkurve versehen. Dann habe ich da mehr Platz gleich für die Bassline. So, und dann gehen wir jetzt mal zur Bassline. Die mache ich jetzt auch nochmal solo. So, und die läuft jetzt momentan halt auch noch ganz trocken durch. Hier habe ich mir ebenfalls diesen Volume Shaper raufgelegt. Der arbeitet jetzt allerdings genau entgegengesetzt, weil ich möchte ja auf der 1 jeweils Platz für die Kickdrum haben und die Bassline dann im Grunde sich so verhält, als wäre sie durch einen Sidechain-Kompressor von der Kick weggetriggert. Ich finde es halt so nur immer geiler, weil man halt wirklich optisch genau sieht, wie das zeitmäßig funktioniert. Wenn man mit Hüllkurven aus Geräten wie dem Kompressor oder sowas arbeitet, sind natürlich auch mal Angaben drin, Millisekundenangaben, aber hier ist optisch einfach cooler. So, der Kollege ist jetzt auch schon aktiv. Man hört schon die erste Note jeweils immer auf der 1 weggedrückt ist. Ich nehme nochmal raus. So, und wenn ich das jetzt zusammen abspiele, dann hört ihr schon mal den Unterschied. So, jetzt habe ich viel mehr Platz da drin, als wie es eben war, als wie hier vor allem. Also nochmal aus zum Gegenhören. Wird das Ganze so natürlich wesentlich kompakter. So, und jetzt haben wir das Ganze auch nochmal in der Produktion zusammen. So, und da kann ich jetzt ja gerne auch nochmal die beiden Kollegen rausnehmen und dann könnt ihr euch mal anhören, wie sich das dann verhält. Wahrscheinlich nicht ganz so gediegen. Man kriegt im Grunde auch eine bessere Rhythmik rein. Es läuft halt einfach tighter und kompakter durch. Und das ist so der Trick, den ich eigentlich fast in wirklich jedem Track, den ich mache, benutze bzw. anwende, dass ich mir die Kicks zurechtschneide mit dem Volume Shaper und dass ich die Bassline dementsprechend auch ihren Platz verschaffe und vor allem sie an den Stellen mit dieser Hüllkurve verschwinden lasse, wo sie eigentlich mit der Kick sich nur in die Quere kommen würde. Ja, das war mal so ein kleiner Tipp aus meinem Alltag, weil das ist so ein Ding, was bei mir eigentlich Standard ist, was immer läuft. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen von euch, auch mal das Problem zwischen Kick und Bassline ein bisschen zu optimieren. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch und bis die Nächte. Ciao, ciao.